Neuer Tag, neues Haarstyling-Produkt. Wie gut ist The Dandy von Zepp Mel? Kommen wir als erstes zur Verpackung. Die Umverpackung von Zepp Mel ist eigentlich immer relativ wertig. Das Produkt kommt in einem schwarzen Plastiktiegel. Vom Design, von der Aufmachung her, finde ich das auch eigentlich ganz nice. Allerdings ist der Tiegel an sich etwas günstig gemacht. All in all, aber eine ganz gute Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier den typischen Zepp Mel-Geruch, einen frischen, männlichen Duft, der bei jedem Produkt von Zepp Mel gleich ist. Und ich muss sagen, der ist auch tatsächlich sehr nice. Die Inhaltsstoffe. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, 25% leider nicht. Ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der ist tatsächlich relativ leicht. Wir haben hier nämlich auch nur einen leichten Halt mit einem glänzenden Finish. Ob das wirklich hier drin ist, das finden wir jetzt heraus. Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Morgen mit Shampoo und Conditioner gewaschen und das ist jetzt meine trockene Frisur unbearbeitet. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Die wasserbasierte Pomade ist tatsächlich sehr, sehr weich, ähnlich wie eine Creme. Dementsprechend funktioniert das Auftragen in die Hände auch kinderleicht, heißt mit einem bisschen Anwärmen habt ihr das Produkt wirklich rückstandslos ganz easy in euren Händen verteilt. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt natürlich erstmal in den Händen verteilt und dann auch ordentlich überall in meinen Haaren verteilt. Zu Hilfe habe ich dann noch einen Kamm zugenommen, damit das Produkt wirklich überall in meinen Haaren verteilt ist. Ich habe dann die feine Seite von dem Kamm genommen, um einfach diesen Dandy Sleek Back Look zu kreieren, aber ich habe es leider nicht hinbekommen, denn der Halt des Produktes ist einfach nicht straff genug, um meine Haare wirklich sleek back nach hinten zu striegeln. Dementsprechend habe ich dann einen Föhn dazu genommen und noch eine Föhnbürste, um meine Haare einfach in die Richtung zu föhnen, damit es einfach ein bisschen einfacher von der Hand geht. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Produkt dazu genommen, um auch wirklich diesen Look zu kreieren, aber auch mit mehr Produkt und Föhn habe ich es leider nicht hinbekommen. Um die Haare dann ein bisschen noch zu fixieren, habe ich trotzdem noch ein bisschen Haarspray dazu genommen und meine Nachherfrisur, muss ich ehrlich gestehen, mit der bin ich gar nicht zufrieden. Den Look, den ich kreieren wollte, habe ich leider mit diesem Produkt nicht hinbekommen. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem leichten Halt geworben und ich muss ehrlich gestehen, er ist nicht nur leicht, er ist wirklich sehr, sehr leicht. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem glänzenden Finish geworben und genau das ist am Ende des Tages auch tatsächlich drin. Die wasserbasierte Pomade kann man kinderleicht aus den Haaren herauswaschen. Dazu benötigt ihr auch nicht zwingend Shampoo, sondern auch nur mit Wasser bekommt ihr das Produkt sehr gut aus den Haaren heraus. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 75 ml von der wasserbasierten Pomade The Dandy von Zepp Mel für 15 Euro, was tatsächlich an dieser Stelle auch ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist für Leute geeignet, die diesen Sleek-Back-Dandy-Look haben möchten und dabei wirklich nur einen ganz, ganz leichten Halt benötigen. Das Produkt würde ich aber nur Leuten empfehlen, die wirklich feine bis normale Haare haben, bei einer Haarlänge von kurz bis mittellang. Leute wie ich mit wirklich sehr dicken und widerspenstigen Haaren, die werden mit dem Produkt nicht glücklich werden, was aber nicht heißt, dass ich das Produkt nicht weiterempfehlen kann. The Dandy von Zepp Mel bekommt all in all 37 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.